So, neben mir IKPO-Weltmeister Alex Vogel, der gerade seinen K1 Superfight gegen Mate Wundacz gewonnen hat. Alex, herzlichen Glückwunsch zum Kampf. War ja ganz, doch ein bisschen turbulent, aber fangen wir mal der Reihe nach an. Wo glaubst du, hast du Mate geknackt? Ich habe ihn sehr hart mit der rechten getroffen am Kopf. Und einmal, ist das Knie durchgekommen, genau aufs King von unten. Und ich glaube, da war das, wo ich ihn hatte, wo der nicht mehr so viel Kraft hatte. Also da, wo er nicht mehr so stabil war. Obwohl er sehr gut zurückgeschlagen hat, aber dann war da nicht mehr so viel Power. Deswegen war das ganz in Ordnung. Das Auge von Mate ist auch immer mehr zugegangen. Ich glaube, der Spruch, auf dem zweiten sieht man besser, bekommt eine ganz neue Bedeutung. War das vielleicht auch ein Grund, wo du sagst, ey, den habe ich schon so weit, der kam da nicht mehr an mich ran? Das Auge, na klar, stört das immer, wenn ein Auge dick ist, aber der hat sich auch mit einem Auge ganz gut geschlagen, fand ich. Nur halt, der hat mich wahrscheinlich nicht so gut mehr gesehen, deswegen war das mein Vorteil. Für die Leute, die es jetzt nicht wissen oder die nicht hier waren, es war eine kuriose Sache. Nach 3 Runden, unentschieden. So, und jetzt wundert sich jeder wahrscheinlich, warum sagt er erst, Alex Vogel hat gewonnen. Wie hast du es nach 3 Runden gesehen? Weil ich glaube, da waren einige dabei, die gesagt haben, oh, das hat aber Alex Vogel gewonnen, oder? Also, die ersten beiden Runden habe ich sicher gewonnen, da bin ich mir auch ganz klar. Aber ich habe auch mit Martin nach dem Kampf noch geredet und er sagte, der Kampf war das jetzt nicht so ganz klar, dass ich gewonnen habe, aber der sagt, dass es, der Sieg war okay für mich. Also ich habe geführt, jetzt immer mit ganz klaren Vorsprung habe ich immer geführt. So, es wurde unentschieden gewertet, ihr seid aus dem Ring raus, jeder dachte, naja gut, okay, war halt ein Unentschieden. Und dann kam es. Auf euren Kampf, muss man für die Zuschauer erklären, konnte man wetten. Ja. So. Und weil der angekündigt war, 3x3 plus eine eventuelle Verlängerungsrunde, muss es weitergehen. War schon ein bisschen crazy das Ganze, oder? Ja, das war alles ein bisschen crazy. Es sollte noch 4. Runde stattfinden, aber der Mate, der war ja schon in seiner Kabine, hat schon die Bandagen alles abgehabt. Ich habe noch alles angehabt und dann habe ich erst 5 Minuten auch später erfahren, es soll noch eine 4. Runde geben. Und beim Mate war auch schon das Auge auch ganz ziemlich dick zu. War ja auch schon 10 Minuten vergangen, deswegen er würde nicht nur eine Runde, glaube ich, überstehen. Alleine. Oder überstehen schon, aber mit einem Auge wäre das sehr schlecht. Kannst du Mattes Trainer Gareth Bilber verstehen, der sich natürlich dann auch ein bisschen drüber geärgert hat, weil er sagt, ey, wir wussten gar nichts davon und jetzt sollen wir dann noch mal ein paar Minuten später in den Ring steigen? Der hat auch zum Schluss noch gesagt, er wird in den Ring steigen, aber da war schon der Daniel im Kampf und deswegen war das dann auch alles schon gegessen. Ich kann da natürlich beide auch die Kämpfer verstehen, also wir jetzt halt, dass man nach der 3. Runde, wenn das so unentschieden ist, dass man dann so lange halt gezögert hat, noch in die 4. Runde zu steigern. Darüber kann man sich ärgern, klar. Es wurde ein Rematch angeboten. Hättest du auch nochmal Interesse, den Kampf nochmal zu machen? Aber selbstverständlich. Wir haben auch gerade noch in der Kabine gesagt, beide, wir freuen uns, wenn der Kampf nochmal stattfindet und dann kann man wissen, aha, wir kennen uns ein bisschen und da kann man richtig den Zuschauern nochmal einen super Kampf bieten. So, was vielleicht der eine oder andere noch nicht weiß, am 5. Mai kommt ein ganz, ganz lang erwartetes Rematch. Alex Vogel, der Eisenschädel, bei der La Familia Fight Night in Halle gegen The Hurricane Enrico Kehl. Freust du dich schon wieder auf den Rückkampf gegen Enrico? Ja, das ist natürlich wieder da, wo ich mich sehr drauf freue. Na klar, also ich habe damals im Turnier gegen ihn gekämpft, man muss auch sagen, ich habe meine Kämpfe schnell durch K.O. gewonnen, meine 2 Kämpfe, und den 3. Kampf habe ich gegen ihn gehabt. Ich habe zwar nicht Vollgas gegeben, müsste ich aber natürlich machen, aber ich weiß nicht, was dazu kam, also vielleicht hatte ich das im Kopf gehabt, dass der Enrico schon 2 harte Kämpfe hatte. Aber diesmal werde ich Vollgas geben. Das heißt, deine Prognose kurz und knapp für den Kampf? Ich werde den Kampf gewinnen. Okay, das war deutlich. Alex, vielen Dank, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Und ja, viel Erfolg für die nächsten Kämpfe und wir sehen uns spätestens in Halle. Danke.